Hallo, herzlich willkommen hier in der E-Bike-Erlebniswelt, Herr Hartmut de Lauda. Ich habe jetzt gerade eben einen Hyundai gefangen, der hier sein E-Bike gehabt hat in der Werkstatt. Und da habe ich gedacht, das ist ein super Projekt. Einer, der das durchgezogen hat, mit seinem E-Bike durch den Odenwald zu fahren. Wie heißt du? Arno. Und du wohnst in? Schäflenz, Oberschäflenz, Hauptstadt von Schäflenz. So, und sagen wir mal so, ich habe so hügelig und so weiter. Ne? Mhm. Ja. Und ich sehe, du hast ein Dauerrad gekauft. Also das ist was ganz Schönes, Individuelles. Du hast uns genommen mit Olaf, ja, mit der E14, angetrieben mit dem Zahnriemen. Und ich sehe auch von der ganzen Ausstattung her, du hast nur vom Schönsten und vom Feinsten das rausgesucht. CX-Motor drin und was hat da so alles reingehört und eine gute Sattelstütze. Breite Reifen, weil ihr habt dafür wahrscheinlich viel so Feldwege, Waldwege gefahren, ne? So viel wie möglich, ja. So viel wie möglich. Also das heißt, du verzichtest aufs Autowald gehen und das ist für dich jetzt ein Fahrzeug zum Freizeit, Sport oder was machst du mit? Ich mach mit dem Fahrrad alles. Also ich fahre ganz selten und ganz wenig Auto. Ich habe das Auto eigentlich nur, weil meine Frau noch schaffen fahren muss. Und das geht halt mit dem Fahrrad nicht. Aber ich fahre so wenig wie möglich mit dem Auto. Also das muss man sich jetzt mal überlegen. Und interessanterweise, wir haben viele solche Kunden bei uns. Und die haben auch einen entsprechenden Lebensstil. Ich habe jetzt gehört, du duschst gern kochen. Ne? Ja, also ich habe, ich denke mal, dass ich richtig nachhaltig lebe. Und ja, mir ist Umwelt einfach ganz, ganz viel wert. Und ich halte mich ja so oft wie möglich im Freien auf und hauptsächlich halt auf dem Fahrrad. Ich habe es noch gehört, seit 30 Jahren machst du da eigentlich eine Sauerteigbrote? Ja, nicht seit 30 Jahren nicht. Koche tue ich eigentlich schon länger, aber mit dem Backen, ja, das geht noch nicht so lang. Wie lange? Ja, wie lang? Vielleicht 2 Jahre jetzt. Na, immerhin. Ja. Ja. Und du bist jetzt Sauerteig auch mit Dinkel, hast du gesagt? Und mit Ich habe einen Dinkelsauerteig, einen Roggensauerteig und Backferment. So. Also das heißt im Grunde genommen, ich wollte es nur damit sagen, dieses Gesamtkonzept, ein gutes E-Bike, individuell, ein Tauberrad ist zum Beispiel, das ein Auto ersetzt, dann ein Lebensstil, der auch gesund ist, er hat sich mit auseinandergesetzt, er kocht, er backt. Das sind, und ich wollte nur mal sagen, das sind oftmals unscheinbar, du bist ein bisschen unscheinbar, weil du bist nicht so groß wie ich. Nee, lang nicht. Nee, und dann, das sind die Unscheinbaren, die fallen nicht groß auf, die laufen durch die Gegend, aber das sind diejenigen, die beispielhaft sind für alle, die versuchen da irgendwo einigermaßen da die Welt zu retten, das Klima. Es wird praktiziert, ohne groß drüber zu schwätzen und, ja. Und darum wollte ich das jetzt mal erwähnen. Also das gesunde Essen hat eigentlich angefangen. Da war meine Tochter 1 Jahr alt und hat nach Heilbronn da in Kinderklinik, ja, ja, die Messe. Und da war ich halt den ganzen Tag dort. Dann habe ich mir da mal eine Zeitschrift geholt und da war irgendwas halt mit vegetarischem Essen, mit Vollwertessen. Und seitdem esse ich ja so. Ne? Ich esse, also ja, fleischlos esse ich seit ein paar Jahren, aber ja. Man kann leben. Wie alt bist du? Ich wäre 70 im Mai. Ja, ich meine, sagen wir mal so, er hatte vielleicht ein bisschen mehr Falten wie ich. Ich bin erst 63. Aber er hat Wechseldienst geschafft, ne, bei der Bahn. Ich habe Wechseldienst, ein ganzes Leben lang. Ja, und das ist furchtbar. Also sowas gehört verboten, meines Erachtens. Man kann das auch anders einrichten. Ihr habt das gemacht. Also ich wollte jetzt nur sagen, trotz Wechseldienst und dies und das, bist du wohl auf? Ja, ich fühle mich ja gut. Also ja. Ich fühle mich ja nicht wie 70. Er sieht aus wie 70, aber er fühlt sich nicht so. Ja, so kann man es ausdrücken. Also, aber nichts für ungut. Kein Problem. Falls auch Sie gern kochen oder backen wollen und so, also Sie können doch mit uns Kunden austauschen, was auch immer. Und das Wichtige ist natürlich für den Einstieg, ein kleines E-Bike. Also dann, dafür sind wir zuständig. Und ich freue mich, wenn Sie sich bei uns melden. Tschüss, Ihr Herr Hartmut.